Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Brainbugbot von meinem Clan zeigt doch den T-55A. Ein Panzer, auf den sehr viele von euch mittlerweile hinspielen und den sehr viele haben wollen. Ein Tier-9-Panzer. Aus von der NVA bekannt, also von dem her doch für den einen oder anderen Deutschen bestimmt ein Panzer, den man gerne sich in die Garage stellt. Mittlerer Panzer ist er und er spielt ihn mit Scherenfernrohr und mit Tarnnetz. Spannendes Setup und Lineup für einen mittleren Panzer. Durchschlagskraft 201, das ist für einen Tier 9 nicht so wirklich viel. Allerdings 330, dann mit Premium, da macht dann doch der Gegner Spaß. In dem Fall hat er Tier 9, 8 und 7 Matchmaking, also besser kann das Vorzeichen gar nicht stehen. Und ich kann euch jetzt schon verraten, es wird eine unglaublich schnelle Runde mit schönem Schaden. Also so wie wir es wollen. Kein langes Gekämpfe, kein langes Gezeter, sondern richtig schön hart einfach in die Fresse. Und er nimmt hier direkt die Mittelposition ein. Gerade hier oben kann gerne und gut auf den Gegner gewirkt werden. Bis jetzt keine Action leider. Aber nun, der T-43 schießt auf ihn, aber er kriegt sofort die Quittung und einen zurück. Jetzt in der Mitte der AMX 50-120. Dementsprechend mal schauen, was wir hier machen. Oh, der ist aber, spielt er so aggressiv, wie ich erwarte. Tatsächlich, und ein M103, da hat er jetzt, ja, richtig, richtig Gegner. Also er stellt sich hier so auf den der AMX 50-120, unterstützt ihn von oben, der M103 verschießt. AMX 50 hält oben weiterhin rein, er nimmt sich hier die Seite an, der M103 geht nicht auf ihn. Jetzt kriegt er noch einen Fit von vorne vom IS auch noch. Er versinkt hier, fast so tief ist es hier schon. Nur noch 488 Struktur, da muss er jetzt aufpassen, der IS hält weiterhin auf ihn drauf. Prallt den Schuss aber jetzt ab. Und jetzt kann er wieder ein bisschen sich dem M103 widmen. Und da zack. Nimmt ihn raus. Wahnsinn, was hier unten im Wasserloch los war. Das ist ja unglaublich. Und jetzt natürlich, der IS wird langsam mal büßen müssen für seine Taten. Hat ihm doch 300 Struktur abgezogen. Dann nochmal in Summe 700 vom AMX 50-100 durch den Rammschaden und natürlich den Schuss. So, jetzt auf den T-43. Schneller Auto-Aim-Hit. Muss aufpassen, dass sie sich jetzt hier nicht in die Karren fahren. Und nimmt ihn jetzt raus. M41 Walker Bulldog, aber IS ist auch noch hier. Heidi Witzke hat der Arbeit zu tun. Aber sie spielen hier schön zusammen. Zack, zack. Jetzt nimmt ihn der AMX 50-120 raus. Natürlich im Autoloader leichter, so jemand mal schnell rauszunehmen. Jetzt der Löwe auch vor ihnen. Er konzentriert sich jetzt um vom Löwen und bekommt hinten vom Walker Bulldog noch eine rein. Deswegen spielt er jetzt aggressiv Richtung Löwe, nimmt den raus. Der Walker Bulldog hat sein Zugmate rausgenommen. Jetzt hat er den Abpraller gehabt, aber dementsprechend weiter geht's. Und jetzt wird auf den Walker Bulldog umkonzentriert. Vom Stellerne Wölfe Alpha, glaube ich, ist er ja der Clan, SWA. Oder Schlechtwetterfront? Ich kann mich... Nee, das ist SWF. Oh, ich kenne das immer wieder kompliziert mit den Clans. Auf jeden Fall ist der in der Rückbewegung und haut da schon ab. Nun aber, da drüben hat er auch noch einiges an Gegnern. Heidi Witzka ist das hier schnell und dreckig schon fast. So, der Gegner cappt jetzt auch hier schon mit dem T-54. Der WZ geht auf den T-32. Auto-Aim auf den T-32, allerdings jetzt kommt er drauf, ja, hat man gerade gesehen, der voralte Mechanismus immer noch ein bisschen in den Boden gehalten die ganze Zeit. Und jetzt kommt aber seitlich auf ihn drauf. Hat allerdings noch 374 Struktur, das ist natürlich nicht mehr viel. Nimmt jetzt den T-32 raus und weiter Richtung Tiger. Sein Team ist auch schnell beim Decap zurück gewesen, man sieht es oben, kommen die Gegner, die Zugleute, nein, natürlich das Team rum, so wollte ich sagen. Und jetzt, der Tiger wird weiterhin behakt.
Und jetzt noch der T54 und den nimmt er raus. Sehr schön. Damit steht es 15 zu 6. 5 Kills gemacht, 5276 Schaden und das in einer effektiven Spielzeit von 4 Minuten 41 Sekunden. Richtig gut. Ich habe mir ja den Mund richtig fusselig geredet. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell zwischendurch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Kommentar ist immer gern gesehen. Zum Beispiel natürlich auch, ob ihr gerade selber Richtung diesen Panzer spielt und ob ihr die Missionen eher erfüllt. Da kann ich jetzt leider nur noch sagen, ich wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Erfolg bei den Missionen. Bis bald, euer Alcaramba.